Hi Leute, ich wollte euch mal zeigen, wie der Prestige Master Glitch geht. Also wie ihr euch eine Minute auf Prestige 11 hoch machen könnt, wenn ihr das schon erspielt habt oder einen Freund habt, der wurde das erspielt hat. Also es geht so. Ihr braucht einen zweiten Controller, ganz einfach. Und den zweiten Controller müsst ihr dann anmachen und den Rest werde ich euch gleich zeigen. So. Ich schalte ihn erstmal aus, dass ich es euch zeigen kann. Ich schalte den zweiten Controller an. Genau. So. Jetzt mache ich gerade selber einen Fehler, aber das dürft ihr nicht beachten. So. Das Wichtigste ist, geht auf Laden. Drückt mit dem zweiten Controller zweimal X und mit dem ersten Controller drückt ihr dann mit Kreis verlassen. Dann kommt ihr in das Hauptmenü, dann drückt ihr hier sehr schnell zweimal X. Dann könnt ihr euch hier in eure Accounts einen anderen Account aussuchen. Da wo ihr schon Prestige seid, 11 oder was auch immer. Und dann ladet ihr den. Und dann werdet ihr gleich sehen, ihr ladet im ersten Moment den anderen Account. Hier steht dann Matrix 02 und seid dann da Prestige 11, also Prestige Master. Und jetzt verlasst ihr einfach wieder. Und jetzt wird gleich dastehen irgendetwas mit falscher Account nicht erkannt oder so, das müsst ihr nicht beachten. Einfach mit Kreis wieder schließen oder X, egal. Und dann auf Online-Modus gehen. Kommt der Scheiß wieder, Nachrichten und ihr werdet sehen, Prestige Meister 11. Ihr habt, hier könnt ihr Clan-Tag reinschreiben, wie ihr wollt. Je nachdem, was ihr wollt, egal. Ihr könnt Titel, habt ihr sehr viele freigeschalten, hauptsächlich die besten, was ich finde. Ihr habt zu 90% der Hauptwaffen, Diamantfahren und Gold und alles andere. Alles, was man so hat. Und diesen Account verschenke ich. Schreibt in die Kommentare, wer ihn haben will. Und dann schicke ich ihm die PSN-Daten zu. Und er kann sie an der PS3 eingeben. Und dann hat er diesen Prestige 11 Account. Ich brauche ihn nicht, weil ich spiele mit meinem Account. Und da habe ich selbst erspielt und daher habe ich das auch kopiert. Also wenn ihr Prestige 7 seid, könnt ihr Prestige 7 kopieren. Wenn ihr Prestige 5 seid, könnt ihr das kopieren. Es ist eigentlich nichts anderes, als einen anderen Spielstand auf einen anderen PSN Account zu kopieren. Und das war schon auch schon von mir. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und viel Spaß noch dabei. Man hört sich. Ciao!